Darf man mit Kleidung, die mit Haramgeld finanziert wurde, Punkt, wahrscheinlich beten? Darf man nicht, ja, und das Gebet kann sehr schnell ungültig werden. Im Gebet muss die Aura bedeckt sein, ja, und wir haben eine Grundregel, und zwar das Verbotene, Vorhandene ist nicht vorhanden. Das bedeutet, nehmen wir beispielsweise an, ich habe unter diesem Gewand nichts an, als Beispiel jetzt, ja. Ich habe darunter nichts an. Und dieses Gewand habe ich beispielsweise geklaut oder mit verbotenem Geld gekauft. Islamrechtlich gesehen achten oder sozusagen urteilen wir so, als ob es nicht da wäre. Das heißt, ich habe darunter nichts an, also ist meine Aura sozusagen nicht bedeckt. Ja? Dieses Gebet ist ungültig. Dieses Gebet ist ungültig. Aber wenn eine Person beispielsweise darunter was anhat, ja, ich habe jetzt hier runter eine Hose an, ein T-Shirt an, das heißt, meine Aura an sich ist bedeckt. Jetzt ziehe ich dieses Verbotene darüber an. Wir urteilen so, als ob es nicht da wäre. Ja? Das heißt was? Ist meine Aura bedeckt? Ja, weil ich darunter was anhabe. Das heißt, das Gebet ist gültig, aber ich habe gesündigt.